Sometimes I think they don't truly understand me, you know. Cause they don't. Can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek that. Ja, Rex auch genau wie wir. Du würdest jetzt genau hier stehen, also. Eben. Also ja, richtig so. Ja, ganz genau. Du würdest genau jetzt in der Position stehen, wie die Leute hier stehen, oder? Also warum redest du so über dich? Du redest im Endeffekt gerade über dich selber, ne? Ja, das weißt du. So. Bist du nicht mitgekommen, Digga? Ich hab euch, weißt du, ich sag jedes Mal, wenn die sagen, ihr seid Verräter, sag ich nein. Weißt du, weil ich sage, ich wäre den gleichen Weg gegangen, right? Aber was du hier gerade für eine Nummer schiebst, von wegen, ja, du hast eine Anzugjacke an, verleugnest deine Roots. Ist ja auch so. Du verleugnest deine Roots. Guck dich doch mal an, Mann. Das ist lächerlich. Du kommst von der Straße. Ey, du kommst von der Straße, Bruder. Was hast du da an? Gehirnwäsche, Bruder. Komme, darf ich keine Zukunft haben. Ja, du solltest eigentlich reiche Leute ficken. Du solltest solche Bastarde eigentlich ficken, das weißt du ganz genau. So wie wir das damals beigebracht haben. Alle die Hände hoch, FIB, alle sofort die Hände hoch. Alles klar, da wissen wir ja jetzt Bescheid, wer mit FIB arbeitet. Gut zu wissen, wer mit FIB arbeitet. Yo, Patchy. Patchy, du weißt Bescheid, wie das hier endet, hä? FIB-Snitches. Aber ihr habt jetzt nichts verloren. Keiner hat euch irgendwas abgenommen. Nein, gar nichts. Alles klar. Wenn du willst, dass das so bleibt, Prey, kommst du mit mir? Aber ich, aber gib mir. Deine Leute verziehen sich jetzt auch alle von hier und alles gut, okay? Nein, kein Spaß, hör mir mal zu. Soll ich draufgehen oder so? Macht mich einfach stolz, ne? Bringt Purple nach vorne, bringt das Set nach vorne. Und. Red nicht so. Bald gibt's Feuerwerk hier oben. Das kann schon sein, doch. Haut rein. Das Risiko nicht eingehen, lass den ficken. Nein. Ich geh jetzt mit, alles entspannt. Verpiss euch. Sollen wir da jetzt einreiten oder nicht, wenn ihr weg seid? Nein, wartet. Ja, ist drin. 100%ig, Bruder. Alles klar. Ey, Digga, was will ich anrufen? Stech den jetzt ab, oder was? Ja, ich. Alles gut. Yo, ich muss auflegen, ich bin die nächste Zeit nicht erreichbar, ne? Oh, shit. Ja, das ist cool. Okay, ja, jein. Alles, passt schon, alles cool, ich muss auflegen, peace. Moment. So, gib mal her. Ich mach's vorher nochmal aus, ne? Ja, passt schon. Ah, okay. Danke. Und dann. Kannst du in Granger einsteigen hier vorne? Ey, Digga, ihr fickt mich jetzt aber nicht. Nein. Ach du Scheiße. Nicht. Ich weiß selber nicht, was abgeht. Handy wurde abgenommen. Ach du Scheiße, Jungs, ihr wollt mich. Ey, mach keine Fahrt. Ich komm nicht in den Knast, ne? Wir fahren jetzt auf jeden Fall nicht direkt in den Knast. Ich hab mich. Wir fahren jetzt erstmal in eine Gegend, wo du dich ziemlich gut auskennst. Ja, Mann. Projects. Ja. Geil, mal, Alter. Du bist echt. Keine Ahnung, Mann. Das ist geil, Alter. Projects. Oh, die vermisse ich jetzt schon wieder. Ja, ich weiß. Ja. Kann ich mir vorstellen. Gute Idee. Ich muss auch. Ich meine, ich bin nicht dumm, so, ne? Mir ist klar, dass vielleicht der ein oder andere von euch so die gleichen Roots hat wie ich. Alle, Bruder, alle. Alle, ja? Jeder einzelne. Ja, dann bin ich mal vielleicht ganz froh, dass ihr für mich zuständig seid, ja? Aber wir haben es geschafft von der Straße weg, weißt du? Ja, und ihr sagt mir nicht, dass ihr mich da rausholen wollt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu spät dafür, oder? Ja, Mann, du steckst viel zu tief drin. Du bist verloren, Alter. Ich bin verloren? Verloren, dich kriegt man da nicht das raus. Das Ding ist, ich rufe nicht die Straße, das heißt, die Straße ruft mich, ja? Die Leute brauchen mich. Ich hol die Leute. Digga, die Leute, die kommen zu mir. Ich sage immer, ich bin deren Vater, aber nicht so biologisch gesehen, logischerweise, hä? Weißt du, was du meinst? Die Kinder können nicht mal. Die können gerade mal krabbeln, weißt du, wie ich meine? Und ich gebe denen zu Hause. Und durch mich lernen die zu laufen und zu rennen. Und dann sehe ich ein Kind von mir, was rennt und zu einer Mafia rennt? Oder? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, eben wo wir schon mal da waren und ich hab JK so gesehen, hab ich gesagt, du bist eine Schande. Und JK auch? Ich schwöre, ich hab das zu dem gesagt. Das war aber nicht JK, ne? Was? Das war nicht JK, der mit den weißen Haaren, oder war der auch JK? Der Typ in dem Anzug, Alter, war dein Cousin. Nee. In dem komischen, natürlich, Bruder, was soll ich dir sagen? Hast du mit dem geredet? Ich hab mit dem geredet. Dann hat JK auch einen Anzug an, weil dann sind es zwei. Nein, nicht richtig, Alter, so auf lässig, aber trotzdem, der sieht aus wie ein Stück Scheiße.
Was hier auf dem Platz? Hä? Was wollt ihr hier gerade genau hier mit mir? Weißt du ganz genau. Ich weiß, dass hier viele Sachen passiert sind, ja, und ich mit meinen Leuten hier viel besprochen habe, das ist richtig. Du hast eben was gesagt, so von wegen Freundschaft und so, den ganzen Scheiß, so, weißt du? Freundschaft. Ja, so, ne, was heißt Freundschaft so? Dass man so, keine Ahnung, wir reden cool miteinander und so, man versteht sich und so, ne? Ja. Ja, Mann, das ist so. Und du meintest auch, ja, geht euch das nicht nah und so, doch, Alter, ist wirklich so, teilweise schon. Mhm. Ich kann den Leuten zweimal nur ins Gesicht gucken, aber ich weiß aber auch, wer auf der Straße sein Gesicht verloren hat und wer es noch hat, hä? Ray. Ja. Hörst du mir kurz zu? Ich höre dir zu, ja. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anruf. Sie haben das Recht, nach der Untersuchungshaft oder vorläufiger Festnahme einen Anwalt hinzuzuziehen und Revision oder Berufung nach dem Urteil einzulegen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, hab ich. Das war mit auf der Insel, diese Aktion am Leuchtturm. Da war, glaube ich, Mara Rose noch mit dabei. Noch ach, die, ja. Lass nicht über die reden, Digga. Nee. Sie war einfach weg. Innerhalb von einem Tag einfach so aus dem Nichts. Ah. Die sogenannte Ruby, ja? Ja. Der ich den Namen damals gegeben habe. Weil ich sie behandelt habe wie meine Schwester oder meine Tochter, was auch immer. Sie war ein Familienmitglied und ist einfach gegangen. Weißt du, Kopf, es gibt viele Leute, die mich betrogen haben. Oder mir den Rücken zugewendet haben und nie das geschätzt haben, was ich denen gegeben habe. Mhm. So, da bin ich wieder. Ja. Weißt du, du kannst dir vorstellen, warum wir genau hier sind, oder? Sag's mir, Said, sag's mir. Guck mal, wir haben immer auf korrekt gemacht, so, wir haben immer so, weißt du, klar, du sagst mir nicht alles, ich sag dir nicht alles und so, die Schiene so. Weißt du, was bitter ist? Ich hab dir auch mal gesagt, wir haben uns unterhalten vor 2 Tagen, da haben wir auch gesagt, so, das, da hab ich dir gesagt, so, es ist für mich auch schwierig, wenn ich Beziehungen pflege zu manchen Gangs, versuche den einen oder anderen so ein bisschen da rauszuholen aus der ganzen Nummer vielleicht sogar, ja? Viele ja. Lassen sich nicht rausholen, lassen sich nicht helfen und so. Und viele siehst du, die auf den Straßen sterben, Alter. Du gehst auf irgendwelche Friedhöfe, siehst Namen, die dir bekannt vorkommen und weißt du so, das geht einem schon nah, Alter. Ich sag's dir, ich bin auch nur ein Mensch, so, weißt du, klar. Dir auch, Alter, du kannst mir nicht sagen, dass sich alles eiskalt lässt. Ja, das ist gut möglich, ne? Kannst du dich dran erinnern, als, das ist schon lange her jetzt, mit Lou, was da passiert ist? Ich kann mich dran erinnern, ja. Dass ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, ey, Bruder, mein Beileid? Das ist richtig, ja. Ja, kannst du dir vorstellen, warum wir jetzt genau hier stehen? Erzähl mir alles. Gib mir eine Vorlage, keine Ahnung, erzähl mir es halt, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass Lou tot ist, ja, verdammte Scheiße. Warum ist Lou tot? Jetzt erzähl mir nicht wegen einem Drive-By. Nein, nicht wegen einem Drive-By, aber sie ist und tot. Weil sie nicht sagen kann, sie. Deshalb. Du kannst mir das nicht sagen. Erzähl mir, helf mir auf die Sprünge. Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Wenn ich dir sage, dass wir eine Zeugenaussage haben, dass wir wissen, wer sie umgebracht hat, wer soll das gewesen sein? Und jetzt sag nicht ich. Und wo ist sie vergraben, hä? Was? Du weißt hier, Ruby, hä? Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Snitches get stitched. Du willst mir jetzt nicht, dass sie irgendwas gelabert hat, hä? Ruby? Ja. Da, die hat gesungen wie ein Vogel. Okay. Die hat richtig gesungen, hä? Gezwitschert hat die. Ja. Aber das weiß ich schon lange. Du weißt, wie lange ist es her, dass du Ruby mit deinen Leuten ein bisschen aufgemischt hast, so. Ey, warte mal, was? Ich hab Ruby nie aufgemischt. Nee, das stimmt nicht. Ich hab sie gefunden, ne? Durch Zufall. Ich kann euch gerne sagen, warte mal, das kann ich euch gerne droppen, überhaupt kein Problem. Wisst ihr, was Ruby ist? Genau wie du gesagt hast, eine Snitch. Yep. Und die hat ihre Strafe bekommen. Snitches get stitches. Richtig. Okay ist, Mann. So ist das halt auf der Straße, ja. Aber wisst ihr, was mir im Herzen wehtut und wo ich blute, wenn Leute nicht zu ihrer Gang stehen oder zu ihren Roots, wo die herkommen?
Und das, was Ruby gemacht hat, das war feige. Die ist einfach abgehauen. Die hat sich in den Flieger gesetzt und hat sich verpisst. Die war weg. Weißt du, was ich noch mache? Ich stehe hier noch, Sade. Ich kann geben ins Gesicht gucken. Ich habe mein Gesicht auf der Straße schon lange nicht verloren. Ich bin durch viel Scheiß gegangen, verdammte Scheiße. Viel. Ich musste viel machen, ja, richtig. Und das tat mir auch nicht immer leicht. Gerade das mit den Aussiebis, hä? Ja, natürlich. Ich bin Baller, ja. Baller till I die. Richtig. Und ich blute Purple, ja. Und alle Ballers auf der ganzen verfickten Welt sind alles, wir sind alles Brüder, ja? Alles Schwestern. Wir sind alles Ballers. Aber es gibt immer Leute, die das nie wertschätzen werden. Nee. Und es gibt Leute, wie soll ich sagen, die wollen ihren Weg irgendwann selber gehen. Und es gab auch schon Leute, die haben wir einfach gehen lassen. Tatsächlich. Auch wenn das nicht immer so einfach ist, hä? Und natürlich sind das Risiken, jemanden einfach aus einer Gang gehen zu lassen, ne? Zu viel Infos, interner Scheiß, Rules, Mindset, Lifestyle. Und sowas gerät schnell nach außen. Und es gibt Leute, die, beispielsweise eine Ruby, ja, die meinen, irgendeine Scheiß rum erzählen zu müssen, um, wie soll ich es nennen, Leuten was kaputt machen zu wollen. Und ich kann gut verstehen, wenn Ruby mich hinter Gitter sehen will. Oder tot sehen will. Das kann ich auch verstehen. Das kann ich auch verstehen. Das ist halt die Sache. Die hat den Flieger gepackt, so. Ich war dabei. Ich ja, aber es ist feige, Said. Es ist feige, sich nicht seinem Auge zu stellen und seine Kugel abzuholen, ha? Natürlich, natürlich. Wer hat die reingeholt, ne? Mach dir mal darüber Gedanken, Alter. Schieß los, erzähl. Wer soll irgendwas erzählen? Ich sage, dass da noch eine Aussage gibt. Okay, und von wem soll das sein? Und das jetzt, ist erstmal egal. Und ihr sagt mir nicht, dass es von irgendwem, der mir nicht gönnt, oder ich sag mal, den ich verlassen habe, ha? War es vielleicht ein JK? War es eine Y? Und wie Leute sterben? Oder ob sie sterben und warum genau? Wisst ihr, wen das was anzugehen hat? Niemanden. Okay, du willst mir sagen, wenn jemand umgebracht wird, also quasi, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast eine Kugel gegeben, ha? Geh ruhig davon aus. Weißt du, was darauf folgt? Ha? Was du damit gemacht hast? Du hast einen Mord begangen. Weißt du, was es hier für einen Mord gibt? Ja, ich denke mal lebenslang, ne? So. Und jetzt willst du mir nochmal erklären, das ist Angelegenheit der Straße? Weißt du, was das Ding ist, Bullet? Wir denken anders als ihr. Wir haben ganz anderes Mindset. Natürlich, und ich gehe nicht zu irgendwelchen... Warte mal. Guck mal, das Ding ist... Klar ist es Angelegenheit der Straße, Alter. Und was du sagst, ja klar. Natürlich ist es Angelegenheit der Straße. Ja, aber wenn du dafür belangt wirst, ja, wenn dich irgendwelche Leute verraten, ja, dann bist du der Gefickte, Alter, und dann gehst du lebenslang in den Bau für Mord, Mann. Worüber reden wir hier, Alter? Wenn dann denkst du, das ist hier... Ja, aber was erwartet ihr von mir? Dass ich jetzt einfach mal so sage, ja, ich habe das und das getan? Bullshit. Nein, stimmt nicht. Wenn ihr danach... Oder bist du so oder so am Arsch, egal was du eigentlich sagst. Ich bin sowieso am Arsch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hinter Gitter bekomme, bis der ganze Hase geklärt ist, ne? Leider sein, ja. Es wird so laufen, ja. Ja, warum stehe ich hier alleine? Wo sind die ganzen anderen Leute, die dabei waren, die genauso irgendwas gemacht haben können, hä? Hätte es nicht jeder sein können? Leider steht in den Aussagen nicht drin, dass jemand anders das war, sondern exakt du. Okay, und die Aussagen kennen sich auch ganz zufällig, logischerweise, weil das müssen ja Ballers gewesen sein, also muss es ja... Unabhängige Aussagen, so. Ja, aber es müssen ja Ballers gewesen sein, denke ich mal, hä? Muss ja. Von einer weißt du ja schon, hab ich dir gerade gesagt, weißt du? Ja, von irgendeiner hässlichen Snitch. Snitch hin und her? Ja, nicht Snitch hin und her. Die hat eine Kugel verdient. Genau die. Aber das Ding ist, warum werde ich befragt und nicht alle anderen? Ja, aber kann ich nicht mit irgendwem hier hinkommen und sagen, yo shit, der und der hat die und die umgebracht, einfach so, und mich mit jemandem absprechen und die Aussagen einfach anders formulieren? Kann das nicht jeder gewesen sein? Leute. Aber pass auf, diese Aussage, die zweite Aussage, die getroffen wurde, die war weit nach der Aussage von Ruby, verstehst du? Die hätten sich niemals absprechen können. Ist Ruby noch da? Ich sehe sie nicht. Ja, dann gibt es aber keine Aussage auf sie, hä? Weil, wieso hat sie sich verpisst? Vielleicht wollte sie mir einen reindrücken und hat vielleicht Angst, dass es einfach nicht stimmt und die Wahrheit rauskommt. Ja, jetzt haben wir aber leider die zweite Aussage, Mann. Das ist das Problem. Ja, aber kann nicht jeder irgendwas sagen, Leute?
Kann ich nicht einfach zu euch gehen und sagen, yo, der und der hat den umgebracht oder geblattoutet? Okay, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ja. Was würde passieren, wenn mir das ganze Baseballfeld hier einmal komplett auf den Kopf stellt? Was würde passieren? Das kann ich dir nicht sagen. Was finden, würden wir nichts finden. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selber herausfinden. Ja, das werden wir herausfinden, Bray. Mach dir da keine Sorgen, Bruder. Und ich hoffe wirklich für dich, wir finden hier nichts mehr. Wir haben ziemlich genaue Angaben, aber wir werden das komplette Baseballfeld hier einmal komplett auf den Kopf stellen. Mach das, klar. Wenn euch das Spaß bereitet, im Dreck rumzuwühlen, so wie ihr es hier öfters macht, dann schon gerne. Wieso nicht? Da man sich mal unterhält. Oder ich weiß, dass ein... mein Cousin, der liebe Jake. Ich weiß, dass der Wege geht, die... Ich sag mal, Jake hat sein Gesicht auf das Bild schon lange verloren, ja. Und er geht, er versucht alles, um mich irgendwie vom Thron stürzen zu wollen oder sonst irgendwas, weil ich es einfach gerissen habe und er nie. Die Leute sind mir gefolgt und nicht ihm. Die Leute, die hinter ihm stehen, glaub mir, die wollten mir alle hinterher. Und aus Respekt habe ich gesagt, nein, bleib bei Jake und gib denen einen fucking Rückgrat. Aber ja. Wie gesagt, buddelt hier die Scheiße aus, buddelt hier überall, von mir aus buddelt ganz Los Santos aus. Das ist schon zu viel gesagt. Ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, ich kann im Endeffekt sagen, was ich will. Es spielt anscheinend sowieso keine Rolle. Wollen Sie uns ja auch erzählen, wer denn der Mörder ist? Vielleicht wissen Sie das ja auch. Natürlich weiß ich, was passiert ist. Natürlich weiß ich das. Und? Aber denkst du, ich werde irgendjemanden in die Pfanne hauen? Nein. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich würde vielleicht überlegen, weil wenn ich hier so stehen würde und ganz schön, ich würde fast sagen, bis zum Hals in der Scheiße stehen würde, dann würde ich mir das überlegen, wenn ich vielleicht gar nicht schuldig wäre. Soll ich das Thema ja der OG hält den Kopf hin, ne? Ja, ganz genau. Ich sterbe für jeden meiner Leute und ich halte meinen Kopf für jeden meiner Leute. Und wenn es mich trifft, dann ist es so. Verdammte Scheiße. Ja, ich kenne den scheiß Staat, ja. Ich hoffe nicht. Du hoffst nicht, ja. Hm? Was, wenn die nichts finden? Said, er hat es gerade gesagt. Ihr macht mit mir, was ihr wollt. Alter. Ich muss kurz meinen Chef anrufen, ja? Ja, ich geh mal kurz pissen. Ich kenn. Nein, Mann. Ich hab dir gesagt, ich bin ehrlich, Alter. Ich mag dich, Bruder. Weißt du, und es fällt mir schwer, dich jetzt hier zu haben. Ja, Said, ich glaub nicht, dass du mich magst, ne? Ich schwör's dir. Warum soll ich dich anlügen jetzt? Ich mag dich, Bruder. Ist wirklich so. Ist kein Scheiß. Du bist straight. So, viele andere sind das nicht. Selbst den Scheiß, Alter. Deswegen habe ich auch gesagt, du bist verloren, Alter, weil dich kriegt man da nicht raus, Alter. Du lebst den Scheiß, Alter. Durch deine Venen, durch deine Adern fließt Purple Blut. Selbst gesagt, und das ist auch so, das weiß ich. Und das andere, Ding ist die mir aber... das erzählen, denen glaube ich einen Scheiß, Alter. Viele labern so. Ich weiß, dass du so bist. Und deine Jungs, die penetrieren mich. Fucking Mann, ich hätte JK umlegen müssen, ich hätte jeden umlegen müssen, auch nur Y. Mittlerweile nur Y, hä? Weiß nicht, wieso? Vor 2 Tagen hat sich das noch anders angehört. Du kannst mir nicht erzählen, dass nur Y nicht irgendeine Scheiße dir erzählt hat. Weil das Y ist diejenige, von der ich das erwarte. Und jetzt sei mal ehrlich zu mir. Sie war's, oder? Ja, gut. Die Stelle sagt mir alles. Was geht ab? Wie geht's euch? Geht's euch gut? Geht's allen gut? Ja, es geht allen gut, aber wie geht's dir? Scheiße. Okay. Wann kannst du raus? Danke. Höchstwahrscheinlich nie wieder, hm? Hä? Erinnert ihr euch an Lou? Ja. Die Schwester von Y. Aha. Du weißt, was mit dir passiert ist. Sie ist tot. Erinnert ihr euch an Ruby? Ja. Die ist zur G-Unit gegangen und hat gesagt, ich hätte Lou hingerichtet. Und? Das und glaubt ihr? Alles klar. Sorry. Wartet mal, Leute, das ist nicht das Einzige. Zeig ihr, dass es war Y, richtig? Sag's einfach. Ich kann dir nichts dazu sagen, wer das war. Also, die Jungs haben es eben gesagt, einer der OCBs.
JK, Dex, TK, hat irgendwer bei der G-Unit rumgesnitcht und gesagt, dass ich Lu umgebracht habe. Du weißt, war Bände einfach das, was ich vorhatte mit JK, ne? Said kann das ruhig wissen. Oder wendet ihr das? Ja, Bruder. Und einem Kurt für die Aktion heute. Mhm. Und einem Patchy. Mhm. Und einer fucking Y. Die müssen bluten und checkt schönen Gruß von uns rein. Von uns allen. Vor allem von mir. Machen wir. Eine andere Sache noch. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Kriegst du mal eine Kette, Bro? Trage sie mit Stolz. Werd sie mit Stolz tragen, Bruder. Und ja. Ja, Bruder. Yo, hast du wieder ein bisschen Luft? Wahrscheinlich nicht mehr, ne. Nein, ich weiß, was da abging, ja? Mhm. Du, weißt du alles? So ziemlich. Du weißt, was man für angeblichen Mord bekommt, ja? Nee, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Nennt man auch eventuell lebenslang. Okay. Ich denke mal, ich muss dir nicht erzählen, dass du gesnitcht wurdest, ha? Ja. Kannst du mir sagen, von wem? Nee, das versuche ich gerade rauszufinden. Ich kann mir sagen, ich kann dir sagen, wer es ist. Höchstwahrscheinlich. Zu 1000%ig ein alter OCB. Y, JK. Oder. Ja, an die haben wir auch gedacht. Ja. Und ich glaube, dass es Y war, weil Lu war Y ihre Schwester. Ne. Wir haben sie nicht aufgenommen, wir haben sie nicht mitgenommen. Sie war schlecht davon zu sprechen. Und ich denke, dass es höchstwahrscheinlich nur Y war, zu 99%. Ja, aber ich sag dir eins, die OCBs haben jetzt hier keine Zukunft mehr. Ich weiß, dass die OCBs keine Zukunft mehr haben. Und nicht nur die OCBs, ha? Ne. Setz dich in Zukunft mit Slim auseinander, ha? Und mit Dope, meinem Bruder. Die wollen dich echt ins Herbst packen, Mann? Ja, maybe, ja. Zwei angebliche Aussagen gegen eine und ich kann einfach nichts sagen. Die wollen da jetzt irgendeine Scheiße ausbuddeln und nachgucken, ha? Ja, wenn du noch irgendwie Gelegenheit hast, ne? Falls sie dich wirklich wegsperren, dann gib mir noch vorher irgendwie Bescheid. Bevor ich bekomme, dann habe ich einen letzten Wunsch, mit allen Leuten von dir, allen Ballers und ganz Los Santos noch einmal zu reden, ha? Ja. Alles klar. Alles klar, Mann. Scheiße, dann. Ja. Meld dich, sobald irgendwas ist, oder? Werde ich machen, ja. Hat die Projects clean, ha? Ja, mach ich, Mann. Ja, peace. Bis dann. Part 2. Still ballin'. Corrupt up in this motherfucker. Westside. Never since a nigga was a seed. Only king promised to me was the penitentiary. Still ballin'.